So, da bin ich wieder. Denn heute ist Montag, der 2. September. Das heißt, ab sofort ist es an dieser Stelle und um diese Zeit wieder allerhöchste Eisenbahn für die Montagsfrage. Und die lautet, am Tag nach dem TV-Ereignis des Jahres natürlich, haben Sie gestern Abend zwischen 20.30 Uhr und 22 Uhr Ihren Fernsehapparat eingeschaltet? Haben Sie? Na, dann waren Sie ja live dabei beim großen, ach was sag ich, beim gigantischen, beim einzigartigen, beim ultimativen Duell der Kandidaten. Im Gegensatz zu mir. Ich war mit meiner Frau lecker essen. Ja, Sie hören richtig, ich bin einer der wenigen Menschen, die sich diese unerträglich aufgeblasene Wahlkampfsendung nicht angeschaut haben. Und wissen Sie auch warum? Weil ich mich bei meiner Wahlentscheidung nicht beeinflussen lasse. Nichts von Peer Steinbrück und von Angela Merkel schon gar nicht. Ob der SPD-Kanzlerkandidat es geschafft hat, den Pudding an die Wand zu nageln, oder ob die Kanzlerin ihren kantigen Herausforderer achtkantig vor die Gummiwand hat laufen lassen, ist für mich als Wähler genauso uninteressant wie die Bratwurstwerbung für mich als Grillfleisch. Konsumenten. Wissen Sie, wenn es nach mir ginge, dann könnten sich die Parteien den Wahlkampf komplett schenken. All die albernen Fernseh- und Radiospots, für deren Inhalt die Werbeagenturen der Parteien allein verantwortlich sind. All die hässlichen Plakate mit den hohlen Phrasen und retuschierten Überraschungseierköpfen. Und natürlich auch all die Kundgebungen in den Innenstädten, auf denen die Leithammel vor ihrer Herde die abgedroschenen Parolen wiederkäuen. Also ich könnte da gut und gerne drauf verzichten. Neben meinem Klingelschild hängt seit neuestem ein Zettel mit der Aufschrift: Bloß keine Hausbesuche. Und wegen mir müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten in den Fußgängerzonen auch nicht die Beine in den Bauch stehen. Ich brauche keine Heißluftballons, keine Billigkugelschreiber und keine verwelkten Blumen. Alles unnötiger Aufwand und rausgeschmissenes Geld. Denn worum geht es am 22. September? Nun ganz einfach um die Frage, ob die amtierende schwarz-gelbe Bundesregierung auch in den nächsten 4 Jahren im Amt bleibt. Und um diese Frage zu entscheiden, muss ich mir als Wähler doch einfach nur anschauen, was diese Regierung in der letzten Wahlperiode tatsächlich geleistet hat. Und wenn ich damit zufrieden bin, na dann wähle ich die schwarze Partei der Merkel-treuen Christen oder ihren gelben Wurmfortsatz. Bin ich allerdings der Meinung, es sei allerhöchste Zeit für einen Regierungswechsel, mache ich mein Kreuz logischerweise bei einer der Oppositionsparteien. Und all die Wahlberechtigten, die behaupten, bei den etablierten Parteien handle es sich inzwischen nur noch um politisch gleichgeschaltete Vereinigungen von Lobbyistenknechten, die setzen eben ein Zeichen und wählen eine Protestpartei wie die Piraten oder bleiben einfach zu Hause. So einfach ist das. Ich persönlich werde natürlich wählen gehen. Und ich weiß auch schon was. Ich hatte ja 4 Jahre Zeit, mir ein Urteil zu bilden. Das habe ich gemacht und mich gestern Abend dafür belohnt. Mit einem fernsehfreien Sonntagabend beim Griechen. Kann ich nur empfehlen.